Nach 11 Jahren wieder ein Schweizer erfolgreich am Lauberhorn. Franz Heinzer. Toni Bürgel hatte 1981 gewonnen. Heute war Franz Heinzer eine Klasse für sich, legte auf der längsten Abfahrtsstrecke der Welt eine eindrückliche Fahrt hin. Franz Heinzer feierte in Wengen seinen 4. Saisonerfolg und seinen 1. Sieg am Lauberhorn. Dass gegen den Innerschweizer im Moment nichts auszurichten ist, beweisen die Abstände. Der Deutsche Markus Wasmeier als Zweiter 1,6 Sekunden zurück, Dritter der Österreicher Helmut Höflehner. Vierter William Bess, 10. Xavier Gigondet. Franz Heinzer, ein würdiger und von über 20.000 Zuschauern gefeierter Sieger. Überall auf der Lauberhornstrecke konstant, deklassiert ja die Konkurrenz vor allem im umgesteckten Mittelteil. Ja, speziell in dem Teil, da habe ich das Gefühl, der kurvenreiche Teil, muss man dazu sagen, der ist mir gelungen, eigentlich nach Wunsch. Und da hat sicher Menge Fehler gemacht.